Der Kernterrier ist ein kleiner Kobold. Den gibt es in allen Farben, außer rein weiß und rein schwarz. Ansonsten sind jegliche Strömungen zugelassen. Das Fell ist drahtig. Es soll nicht weich sein, ziemlich hart, bürstenartig, damit die Schutzfunktion des Fells gegeben ist. Das Fell des Kernterriers hat einen Rolling Coat. Das bedeutet in zwei Ebenen eine Unterwolle und das Deckhaar. Das Deckhaar ist halt das, was hier regelmäßig getrimmt werden muss. Die charakterlichen Eigenschaften des Kernterriers sollten auch im Bereich des Mutes liegen. Aktiv der Jagdtrieb, den darf man nicht außer Acht lassen. Auch den kann man ziemlich gut kontrollieren, allerdings nicht wegbekommen. Das heißt, der zukünftige Besitzer eines Kernterriers sollte sich mit dem Jagdtrieb beschäftigt haben. Ansonsten ist der Kernterrier von seinen Charaktereigenschaften ein intelligenter Hund, der arbeitswillig ist und forsch, frech, aber trotzdem lieb und anpassungsfähig. Die Gesundheit des Hundes sollte stimmen. Die Mutterhündin muss gut aussehen. Ansonsten muss die Zuchtstätte ordentlich und sauber sein. Ich denke, das ist ziemlich ähnlich wie bei anderen Rassen. Der Kernterrier-Besitzer braucht kein großes Haus, auch keine große Wohnung, auch keinen großen Garten. Wichtig ist, wie ich mich mit meinem Kernterrier beschäftige. Das kann letztlich in einer kleinen Wohnung genauso gut passieren wie im großen Haus. Kernterrier ist eigentlich prädestiniert für ziemlich jede Sportart. Ich denke, auch das ist wieder eine Sache des Hundeführers bzw. des Besitzers. Also wir haben unter anderem auch einen Kernterrier dabei, den wir ansatzweise im Schutzdienst führen. Ansonsten Agility, Turnierhundesport, Obedience, Flyball. 1926 wurde er herübergeführt nach Deutschland, beziehungsweise da wurde der erste Wurf ins Zuchtbuch eingetragen. Ja, seitdem wird er in Deutschland immer populärer, allerdings kein Modehund bis jetzt. Und hoffentlich bleibt das auch so.